Hallihallo bei Freileben mit Pascal und Dean. Tja, heute haben wir ein bisschen scheiß Wetter. Vielleicht könnt ihr es sehen. Regen auch mal hier in Gran Canaria. Also ist hier schon voll die Pfütze. Tja, ich sollte mal die Haare waschen. Bei dem Regen, scheiße, hätte ich doch mal über die Dusche ein Dach gebaut. Bin ein bisschen spät dran. Tja, und nachher müssen wir die Haare trocknen. Da habe ich gedacht, scheiße, wir müssen heute mal ein bisschen kreativ werden. Und ja, statt ein Aluhut bauen wir heute mal einen Aluofen. Ja. Zum Glück war ich schon ein bisschen clever und wusste ja, dass die Regenzeit kommt. Somit habe ich mir schon mal hier ein Rohr besorgt, das dahin geschleppt. Also könnt ihr euch vorstellen, Rohr suchen, herschleppen. Zack. Dann eine verrostigte Tonne. Die war so übel dran, aber ich hatte zu der Zeit einfach jetzt nichts Besseres. Tja, und die haben wir mit 2,40 Euro Alupapier gerettet. Wie das so aussieht, das sehen wir jetzt. Wie schon erwähnt, habe ich das mit Alufolie gemacht. Wir haben das, also ich, eingewickelt und tja, so sieht das jetzt mal aus. Die ganzen Löcher abgedichtet, schön zusammengedrückt. Das ist jetzt eigentlich dicht. So, das ist der Aluhutofen. Ja, aus der Not muss man erfinderisch sein. Ich habe hier am Rohr auch noch so kleine Löcher entdeckt. Die habe ich jetzt auch so ausgefüllt mit dem Alu. Hab dann zur Sicherheit nochmal Alu drum gemacht. Jetzt kommt es dann drauf an, ob das auch so funktioniert oder meine ganze Bude voller Rauch ist. Tja, das wird ein Experiment. Ich hatte schon ein paar Öfen gebaut. Alle waren verschieden. Einen habe ich mal gekauft. Aber das jetzt ist schon ein Experiment hoch 5, ein Aluhutofen. Wird das funktionieren? Das sehen wir dann gleich. Ich denke mal, nachher, wenn ich die Haare wasche, brauche ich natürlich trockene Luft, warme Luft, und damit die Haare auch trocknen. Deshalb habe ich den Ofen eigentlich jetzt so auf die Schnelle kreiert. Und das sehen wir dann später, aber ob der auch funktioniert. Das sehen wir dann. Seid gespannt. Ich gehe dann, tja, so wie es aussieht, im Regen Haare waschen. Scheiße. Und dann hoffen wir, dass der Ofen gut abzieht. Sonst haben wir geräucherte Haare. Na gut. Dann gucken wir mal. Dann seid gespannt. Bis gleich. So, jetzt haben wir den Ofen angezündet. Ja, ich hoffe mal, dass das auch funktioniert. Der Aluofen. Ja, bis jetzt sieht alles gut aus. Er zieht einwandfrei. Da kann man nicht meckern. Und rauchen tut er auch nicht. Also so wie ich das
Hier mit Krick entsteht kein Rauch. Dieser Ofen ist durchlöchert gewesen wie ein Schweizer Käse. Tja, bisschen Alu für 2,50 Euro. Natürlich die, wo ein bisschen teurer sind, das hält ein bisschen besser. Die Hitzeentwicklung, da halten die ein bisschen mehr aus. Sonst geht das, ein Ofen innerhalb 5 Minuten, ja, schnell mal gebaut. Oh. Ich habe den ja vorher schon gezeigt. Also, den habe ich ja am Tag, jetzt ist es schon dunkel, ja, ein bisschen Licht, aber mit der Kamera ist das trotzdem ein bisschen dunkel, habe ich das Gefühl. Aber immer noch, er brennt gut, raucht nicht. Ja, warten wir mal 5 Minuten und dann gibt es ein Update. Tja, nach 5 Minuten, ja okay, 10 Minuten, der ist richtig eingeheizt. Man sieht das da, es glüht schon. Es hält aber alles. Wie ihr seht, ist das hier auch rauchfrei. Also der Ofen. Opa, Entschuldigung, das ist nicht wegen dem Rauch. Nee, ihr seht es ja. Es ist rauchfrei und es funktioniert. Das wäre bewiesen. In 5 Minuten ein Aluofen gebaut. Eine löcherige Tonne, ein Rohr, das alles mit Alu verkleiden. Und es funktioniert. Da würde ich mal sagen, das war der schnellste gebaute Ofen ever. Also, und das ist kuschelig warm, das ist klar. Hier, Dean gefällt das natürlich auch. Dann würde ich mal sagen, dann danke ich euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.